Servus, ich bin der Markus vom Fernrohrland in Fellbach, Ihrem Teleskop-Spezialisten in der Nähe von Stuttgart. Heute betrachten wir die Canon R7 und die Canon R10, und zwar, wie sie sich in Astro schlagen. Wir haben jetzt hier schon mal aufgebaut unseren ersten Test, unseren ersten Versuch, und zwar die Sonnenfotografie. Für die Sonnenfotografie benötigt man eine sehr hohe Serienbildrate, um die Luftunruhen gut rausfiltern zu können. Dies ist mit der Canon R7 mit 30 Bildern pro Sekunde und der Canon R10 mit immer noch schnellen 23 Bildern pro Sekunde gegeben. Die R7 schafft ein 8000stel mit dem mechanischen Shutter und mit dem elektronischen sogar ein 16000stel. Das ist zum Einfrieren der atmosphärischen Unruhen natürlich super und auch um die Helligkeit dieser Folie etwas drücken zu können. Des Weiteren verwenden wir hier in unserer Konfiguration einen Fernauslöser. Kann man kabelgebunden nehmen. Ein Funk ist sicherlich besser, aber kabelgebunden reicht aus, damit wir die Bilder nicht verwackeln. Und dafür ist auch der elektronische Verschluss der R7 und der R10 sehr gut. Man verwackelt keine Bilder. Ist im Vergleich zur Spiegelreflexkamera natürlich schon deutlich besser geworden, da kein Spiegel zurückklappt. Aber erfahrungsgemäß ist auch der mechanische Verschluss durchaus eine Quelle für zumindest leichte Verwackler. Und mit dem elektronischen Verschluss können wir das komplett ausschließen. Als Stativ verwenden wir einmal ein Fotostativ. Unsere Nachführung ist eine Skywatcher Star Adventure 2i. Und unser Teleskop ist ein Skywatcher SkyMax Maxutov mit 102 mm Öffnung und 1300 mm Brennweite. Was dafür sorgt, dass wir mit einer groben Vergrößerung vom 50-fachen die Sonne super ins Bildfeld bekommen. Und dieses Teleskop ist auch ein sehr scharfes Teleskop. Insbesondere, wenn man sich überlegt, wie günstig es im Vergleich zum Beispiel zu Teleobjektiven ist. Des Weiteren nutzen wir hier eine Bader Sonnenfilterfolie. In diesem Fall die Kameraversion davon, die mehr Licht durchlässt. Einfach um kürzere Verschlusszeiten bei niedriger ISO verwenden zu können. Und hier einen Adapterring von dem Canon RF-Mount auf ein T2-Gewinde, welches wir direkt an den SkyMax anschließen können. Als erstes werden wir jetzt die R7 an das Teleskop dranhalten und schauen, was sie so macht oder was man für Bilder damit machen kann. Und danach die R10 und dann sehen wir, ob die Verschlusszeiten und auch ob auch die Megapixelanzahl einen Unterschied macht. Nun sind die Bilder fertig bearbeitet. Hier sehen wir das Sonnenfoto der Canon R7. Ich habe jetzt einfach bei beiden Kameras von ein, zwei Dutzend Bildern das Bild rausgesucht, wo das Seeing, also die Luftunruhen, am geringsten war. Also im Endeffekt das beste Bild. Und bei der Canon R7, wenn wir hier auf den großen Sonnenfleck ranzoomen, schon bei 100%, sieht das echt gut aus. Man sieht schön die Gasbläschen an der Sonne hier im Hellen und man sieht schön die Flecken. Wenn ich jetzt auf den Sonnenfleck ranzoome, an die 300% Ansicht, dann sieht man sehr schön auch die Strukturen im Randbereich des Sonnenflecks und das Rauschen und man merkt auch relativ wenig Rauschen. Und auch hier bei der oberen Sonnenfleckengruppe, bei der 200% Ansicht, sieht man ein sehr detailliertes Bild. Viele Strukturen, zum Beispiel die Strukturen hier, das ist kein Rauschen, keine Artefakte, das ist so, wie das Bild aussehen sollte. Bei der Canon R10 ist das Bild auch gut geworden, auch ziemlich gut. Auch in der 100% Ansicht sieht man auch die Gasblasen auf der Sonnenoberfläche. Und wenn ich mal bei 300% an die Sonnenflecken ran vergrößert, dann sieht man auch hier die Strukturen am Rande der großen Sonnenflecken oder auch bei der großen Fleckengruppe hier bei 200% sieht man schön die Strukturen. Es ist allerdings auch gut sichtbar, dass alles etwas gröber ist. Man sieht nicht ganz so viele Details wie mit der R7. Das Ergebnis ist aber auch durchweg sehr gut.
Die Bilder sind übrigens beide ein klein wenig bearbeitet von mir. Also ich habe ein bisschen die Tonwertkorrektur angepasst und auch ein bisschen den Weißabgleich habe ich natürlich angepasst. Mit Tonwertkorrektur habe ich halt geguckt, dass ich den Kontrast erhöhe, dass man die Unterschiede auch schön sehen kann. Und ich habe auch ein bisschen die Sättigung hochgedreht, dass man schön sieht, dass das Bild oder dass die Sonne auf den Bildern hier schon leicht orangelich ist. Das kriegt man natürlich noch besser hin. Beide Sonnenbilder habe ich, bevor ich sie jetzt in einer TIFF zur Darstellung abgespeichert habe, exakt gleich bearbeitet. Und es ist auch kein komprimiertes TIFF-File. Also so, wie man es gesehen hat, also so wie auf den Bildern, also wie ich hier es gerade gezeigt habe, sehen auch die RAW-Bilder aus nach den eben nach ein paar kleinen Bearbeitungsschritten. Nun sind wir im Studio. Ich habe die R7 wieder bei mir. Die Bodycap ist drauf. Ich fertige jetzt gleich ein Dark an, ein Dunkelbild. Dieses wird zur Kalibrierung von Astrofotos im Normalfall verwendet, indem man, weil dieses Foto das Auslese- und das Dunkelrauschen aufzeichnet und man das dann vom Originalbild abziehen kann. Wir verwenden dieses Dunkelbild allerdings, um zu vergleichen, wie die R10 rauscht im Verhältnis zur wie die R7 rauscht im Verhältnis zur R10. Beim Machen eines Darks, eines Dunkelbildes, ist es sinnvoll, nicht nur die Bodycap drauf zu machen, sondern sich am besten auch in einem dunklen Raum aufzuhalten oder anderweitig zum Beispiel immer nochmal die Hand davor hebt, während man es macht, oder am besten die Kamera einfach in den Fotorucksack packt, während es dark gemacht wird, einfach um jegliches eindringende Licht von außen abzuschirmen, damit nur das Rauschen aufgenommen wird. Die Einstellungen der Kameras sind eine ISO von 1600 und 30 Sekunden Belichtungszeit. Diese Kombination ist besonders, wenn die Nachführung nicht ganz so gut funktioniert oder auch aktuell nicht vorhanden ist, ist diese Kombination sehr geläufig oder ist geläufig in der Astrofotografie. So, als nächstes kommen wir zum Rauschverhalten. Dafür schauen wir uns die Darks der Canon R7 und der Canon R10 an. Hier sieht man jetzt das Dark der Canon R7. Dieses habe ich um 5 Blendenstufen aufgehellt, das der Canon R10 übrigens auch. Man sieht gut das Rauschen, aber es ist sichtbar weniger als bei anderen Kameras, älteren Kameras, mit denen ich bereits fotografiert habe. Wenn ich auf die Canon R10 gehe, in diesem Fall sind es übrigens die RAWs und nicht die TIFFs, dann sieht man hier, dass die R10 nochmal sichtbar weniger rauscht. Die habe ich nämlich auch um 5 Blendenstufen aufgehellt. Die Canon R10, rauscht, wenn ich sie um 5 Blendenstufen aufhelle, ungefähr so stark wie die Canon R7, wenn ich sie, wie in diesem Bild, nur um 4,33 Blendenstufen hochziehe. Also schon ein sichtbarer Unterschied. Der Punkt geht definitiv an die Canon R10. Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst doch einen Daumen nach oben da, schreibt einen Kommentar, das hilft uns sehr bezüglich des YouTube-Algorithmus. Und wenn ihr kein weiteres Video zum Thema Astronomie und Astrofotografie verpassen wollt, dann lasst doch ein Abo da. Und wenn ihr selber in die Astronomie oder Astrofotografie einsteigen wollt, dann kommt doch vorbei hier ins Fernrohrland in Fellbach. Wir beraten euch gerne. Bis dahin, euer Markus.